Wir sollten nicht sterben. Sieht mir sehr stark nach einem Zombie-Spawner aus. Sehr schön. Gunpowder, Eimer, Weizen. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Spawner, aber nichts damit anzufangen. Am einfachsten wäre, wenn wir uns hier jetzt geradeaus nach oben graben und gucken, wo wir rauskommen. Weil ich auch gerade null Ahnung habe, wo wir sind, geschweige denn, wo unsere Ausgangsposition ist, sein sollte. Hilfe. Die Wasser umleiten lernen wir wieder raus. Nee, weg damit. Okay. Autsch. Wieso war mir das klar? Merke ich, wir müssen was essen. Und begeben uns weiter hier lang. Ich gucke mal kurz. Wir sind wieder relativ hoch für Diamant. Heißt, wir müssen eigentlich wieder da runter. Oh, das ist jetzt wieder unser Diamantenlevel. Hoffen wir, dass wir welche finden. Da oben kommt Wasser, jo, das wissen wir. Nein, kein Diamanten. Auch keine Diamanten. Schauen wir hier wieder hoch. Ah, verdammt. Wenigstens ist uns nichts passiert. Und wir haben noch Lapis Lazuli bekommen. Keine Diamanten. Schade. Auch schade. Hier hinten ist auch weiter nichts. Hier auch nicht. Toll. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Probieren wir es mal da hinten weiter aus. Toll. Ich will eine Brücke bauen noch darüber. Lasst mich, lasst mich. Irgendwo hier drüben war die Wein. Ja, da. Ungefähr. Oha. Oha, oha. Mastix. Nein. Das ist pures Glück. Ja, reiß ruhig alles weg. Halb so wild. Yeah.
Ich würde gerne wieder irgendwie nach oben oder nach draußen, sagen wir es so. Weil ich keine Ahnung mehr habe, wo ich bin. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Gehen zu dem Spawner zurück, den können wir nämlich nachher noch, was heißt nachher, den können wir dann quasi noch missbrauchen. Oktopusse. Toll, was machen die denn hier? Und graben uns von dem Spawner aus quasi schräg nach oben hoch, so dass wir. Autsch! Scheiß Viecher, nicht auf mich schießen. Die hängen irgendwo da oben im Wasserstrom drin oder so, nehme ich mal an. Ja, kam uns vom Zombie-Spawner einfach einen Weg nach oben, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo wir hier verdammt nochmal sind, geschweige denn, wie wir hier verdammt nochmal rauskommen. Dazu benötigen wir allerdings einmal eine Workbench. Auf welchem Level befinden wir? Ah, egal, ich kann es mir nicht anzeigen lassen. Ich will es mir auch gar nicht anzeigen lassen. Nachher nutze ich das einfach nur noch zu viel, was auch nicht gut ist. Hopp. Hopp. Ab. So. Und so. Und graben uns dann mit Steinäxten nach draußen. Stone Hoe, Stone Pickaxe, die wir sogar noch haben. Aber einen machen wir uns noch mal, sammeln den Rest wieder auf. Ja, juhu, jetzt ist genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Eine Grab-Session. Aber es geht ja leider nicht anders. Hopp, hopp, hopp. Zwischendurch trifft man noch mal auf Eisen, das natürlich mitgenommen wird. Fällt mir ein. Wir haben hier jetzt einen Eimer, den wir uns zur allergrößten Not mal mit Wasser voll machen können. Falls wir dann mal auf Lava treffen sollten, können wir die dann einfach. Ja, toll. Ich brauche ein Endstück Wasser. Oder ein nicht fließendes Stück Wasser. Dann können wir uns zumindest einfach löschen. So war der Plan.
machen wir es so und holen uns das Original Dingwasser ab. So. Auf zur Oberfläche. Spannend, spannend, spannend. Aber ein Vorteil hat das Ganze. Wir haben nämlich einen Ausgang dann beim Spawner und bei der Mine. Das heißt, wir können uns einen kleinen Weg dahin machen. Anscheinend sind wir immer noch in der Mine, in der Nähe von der Mine. Oder es ist schon wieder eine andere Mine. Anscheinend schon. Hier sind nämlich noch mal mehr Eisen, Brot und Kohle.